UFC Leichtgewichtskampf. Werfen wir einen Blick auf die Daten der beiden Kämpfer in diesem Leichtgewichtsfight. Ladies and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC lightweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. A mixed martial artist holding a professional record of 15 wins, 6 losses, and 1 no contest. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Boca Raton, Florida, Abel Killer Trujillo! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. A freestyle fighter holding a professional record of 21 wins, 3 losses. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Ventura, California, Tony El Cucuy Ferguson! Now in the action begins, our referee in charge, Eve Lovey. Und das ist der Schiedsrichter, Yves Levy. Und los geht's. Der heutige Kampf ist auf 3 Runden à 5 Minuten angesetzt. Ja, der Roundhouse-Kick erwischt ihn am Kopf. Toller linker Haken, da ist der Treffer. Oh, ein toller Roundhouse-Kick. Schöne Leg-Kicks. Oh, was für ein übler Uppercut. Sehr gute Angriffe hier. Arm mit dem Takedown. Ja, er schafft den Reversal. Er bringt einen Inside Leg Kick. Oh, Roundhouse Kick zum Körper. Gut gemacht. Da kam der Haken. Schöner Kopftreffer. Ja, guter Inside-Kick. Oh, schöner Punch. Exzellenter Jab. Was für ein toller Leg-Kick. Klasse, wie er hier diese Treffer setzt. Perfektes Timing. Schöne Linke. Ja, er wehrt den Single-Leg-Takedown ab. Er schafft es, wieder auf die Beine zu kommen. Ja, klasse, dieser Jab. Er zieht den Haken zum Kopf. Oh ja, guter Leg-Kick. Er arbeitet sich in den Tie-Clinch vor. Und jetzt setzt er den Overhand an. Und ein schöner Jab. Ja, der Heel-Hook ist gut, jetzt muss er ihn nur noch zu Ende bringen. Ja, sieht aus, als würde er die Submission zu Ende bringen. Oh, er befreit sein Bein. Wow. Sauberer Inside Leg Kick. Ja, sie kämpfen mit offenem Visier. Schöne Kombination. Tolles Timing hier bei den Treffern. Ja, schöner Roundhouse zum Körper. Oh, ein heftiges Knie. Ja, er fixiert den Heelhook und übt Druck auf das Knie aus. Ja, er bekommt sein Bein wieder frei. Er ist in der Full Mount, eine gute Position. Er befreit sich aus der Full Mount, stark gemacht. Ja, und er schafft es. Er schafft es erneut, wieder hochzukommen. Der Jab kommt an. Und da kommt der Leg-Kick. Er verpasst ihm eine Gerade zum Kopf. Er nutzt den Clinch für einen Kopftreffer. Heftiger Kniestoß zum Kopf. Er wird benommen. Und da dreht er ihn um.
Und wieder kämpft er sich auf die Beine. Schöne Aktion, Treffer mit diesem Kick zum Kopf. Oh, ein brachialer Ellbogen zum Kopf. Das artet in eine wilde Prügelei aus. Oh, schöner Haken. Gute Angriffe hier. Ja, jetzt ist sein Bein fixiert. Kommt sein Bein wieder frei. Er versucht, ihn aus der Full Mount zu kontrollieren. Ja, ja. Und auch diesmal kommt er wieder hoch. Schöner Block. Netter Head Kick, aber daneben. Er nutzt die Chance zum Double Underhook. Und da ist der nächste Takedown. Ja, er ist wieder in der Side Control. Er schafft es, wieder auf die Beine zu kommen. Ein schöner Ellbogenschlag. Und ein Kick zum Bein. Schöne Aktion, aber der Punch, was für ein Treffer. Oh, er muss sein Bein jetzt unbedingt befreien. Und damit ist die erste Runde beendet. In der Runde haben wir doch einige Submission-Versuche gesehen. Alles klar, Runde 2. Starker Haken zum Körper. Ja, der Heelhook ist gut, jetzt muss er ihn nur noch zu Ende bringen. Und da ist der Heelhook. Ja, jetzt muss er doch abklopfen, er bekommt sein Bein nicht mehr frei. Ich glaube, der Kampf ist aus. Das war ein absolut überzeugender Sieg. Sein Gegner hatte keine Chance mehr, sein Bein zu befreien und musste den Kampf aufgeben. Bruce Buffer verkündet jetzt das offizielle Ergebnis. Ladies and gentlemen, Referee Eve Levine has called a stop to this contest at 15 seconds of round number 2. Declaring the winner by tap out. Tony Ferguson mit einem klaren Sieg durch Submission.